der existierende Mensch. Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at. Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Es begrüßt Sie Markus Felder. Sie haben es ja in Jingle gehört, um was es geht. Es ist heute die zweite Sendung. Einige von Ihnen haben vielleicht die erste schon angehört. Die war vor einem Monat, 20.30 Uhr bis 21 Uhr. Heute eine volle Stunde von 20 bis 21 Uhr zu dem Thema Sinn, wäre das übergeordnete Thema, und heute Hilfsprojekte und Sinn. Ich freue mich heute total, dass ich zwei total interessante Studiogäste bei mir hier im Studio habe. Es ist zum einen der Thomas Fuchs und zum anderen die Elisabeth Fritz. Ja. Beide sind eben hier, weil sie zusammen ein Hilfsprojekt leiten bzw. gegründet haben. Hilfsprojekt mit dem Thema Perspektive für Kinder. Näheres, da werden wir, glaube ich, diese Stunde noch genug hören. Und zum anderen möchte ich Ihnen auch in dieser Stunde immer wieder ein Hilfsprojekt vorstellen, das in Kambodscha stattfindet. Ein Hilfsprojekt, das eine Dame Mui Yu leitet. Ich war da letztes Jahr zusammen mit meiner Frau im Urlaub in Phnom Penh in Kambodscha und habe bei dieser Dame im Gästehaus übernachtet. Und ich muss sagen, das war sehr beeindruckend. Aber da kommen wir nachher auch noch genauer dazu. Wie gesagt, in Jingle, in diese Sendung können Sie auch herunterladen. Gehen Sie einfach unter www.sinn-los.at. Da werden Sie Informationen zu dieser Sendung finden, auch die Homepages zu den verschiedenen Hilfsprojekten. Und Sie können diese Sendung dann, es wird so sein, nächste Woche, Montag, Dienstag, herunterladen. Sie können auch die letzte Sendung noch einmal runterladen. Bitte gehen Sie hin, ja, und informieren Sie sich. Ja, für die heutige Vorstellung haben wir uns ganz was Besonderes ausgedacht. Einmal von der Elisabeth, so die Initiative, ja, damit Sie die zwei Studiogäste näher kennenlernen, haben wir uns einen existenzanalytischen Steckbrief ausgedacht und wir legen los. Elisabeth, Name? Elisabeth Fritz. Thomas? Fuchs Thomas. Geboren? Im September 1981. Geboren? 21. Februar 1979. Aufgewachsen? Im Sellrheintal. Aufgewachsen? In der Wütschnau. Was verbindest du mit deiner Kindheit? Ich verbinde mit meiner Kindheit die Eltern, die Großeltern, den rauschenden Bach, die Mellach, ein paar Ziegen, ein paar Hasen und rundherum Berge. Was verbindest du, Thomas, mit deiner Kindheit? Bei mir ist die Natur, Musik, Tradition und viele Geschwister. Mhm. Elisabeth, und dann? Und dann, ja, war ich irgendwann eine Jugendliche, bin dann vom Tal in die Stadt gekommen, habe dort die Handelsschule besucht und war dann anschließend lange in der Altenpflege. Dann habe ich mich entschieden, die Ausbildung zur psychiatrischen Krankenpflegerin zu machen und bin aktuell in der Klinik tätig. Mhm. Thomas, und dann bei dir? Und dann hat die Schulzeit angefangen. Ich bin Volksschule und Hauptschule in der Wiltschenau gegangen. Habe dann eine Lehre als Mechaniker gemacht. Habe die Lehre abgeschlossen und danach hat es mich in den Sozialbereich gezogen. Meine Geschwister sind vor allem meine Schwestern sind sehr viele auch im Sozialbereich tätig und das hat mich schon immer interessiert. Dann habe ich auch die Diplom-Ausbildung gemacht für Psychiatrie in der Gesundheits- und Krankenpflege. Und jetzt arbeite ich in der Gesellschaft für psychische Gesundheit. Mhm. Ja, wow.
meine Zuhörer und Zuhörerinnen, wie es gehört haben, also zwei ganz, ganz interessante Menschen. Wie gesagt, virtuell haben wir noch einen dritten dabei, die Frau Muyu. Und damit Sie ein bisschen was von ihr hören, beziehungsweise so wer sie ist, möchte ich Ihnen ganz kurz einen Teil eines Interviews einspielen. Ich werde in dieser Stunde noch mehr von diesem Interview einspielen, sodass Sie auch von dieser virtuellen dritten Person ein bisschen was wissen. Was a teacher, and I still am to some point. I try to do what I can, and this gives meaning to my life, because I think everybody wants to feel they are useful, they can make a difference according to their means. And that's why I opened this school, because I thought that I was a teacher, so it was what I could do best. And this, I, being a teacher, I think opening a school is like, you know, having a garden. You are like a gardener. So you work hard, but then when the garden blossoms, it makes you so happy, you understand? So the garden here is Cambodia. It's like humanity, you know, you make it bloom instead of leaving it to the desert and to the jungle. And when you talk about Frank Victor, yeah, I've been reading about it, and he says that, you know, the meaninglessness is what makes people unhappy. And I think for me personally, that is true. I lived abroad, I lived in Europe in comfort and so on, but, you know, I didn't feel happy because life had no meaning for me. And meaning for me means that I'm useful to something, I'm useful to, you know, other people. I can make a difference. It's not just about living for oneself. Ja, das war Muyu aus Kambodscha. Wie gesagt, sie kann jetzt hier nicht bei uns im Studio sein, weil Kambodscha-Österreich ist doch eine ziemliche Entfernung. Sie kann auch nicht live dabei sein, weil wir doch auch eine Zeitverschiebung da haben. Aufgenommen habe ich es auch aus dem Grund, weil die Internetverbindung zu Kambodscha immer wieder ein bisschen unterbrochen wird und dass wir einfach was klar Verständliches da haben. Ja, gut, dann, was ich Ihnen auch noch sagen wollte, wir haben zuerst vielleicht ein bisschen einen Fehler da im Studio gehabt. Vielleicht war jetzt gerade das erste zwar verständlich, aber mit ein bisschen Widerhall drinnen. Das müssten wir jetzt aber auch hinkriegen. Und die Elisabeth hat mir gerade ganz was Wichtiges gesagt, was ich jetzt nochmal nachholen will. Ja, Elisabeth. Ja, also bei der Frage, was mich mit meiner Kindheit verbindet, da habe ich natürlich die Eltern und die Großeltern erwähnt, aber da ich doch ein wenig aufgeregt bin, habe ich meine Schwester, die Alexandra, vergessen, und die natürlich, ja, gehört da auch dazu. Und die ist ja gerade jetzt aktuell ja eine große Stütze und hat mich auch sicherlich da motiviert und auch ein wenig beeinflusst, im positiven Sinn auch den sozialen Bereich da einzuschlagen. An dieser Stelle, Alexandra, ja, du bist mit dabei. Danke, Markus. Ja, also wie Sie hören, wir haben auch die Alexandra nicht vergessen. Ja, ich würde sagen, knüpfen wir ein bisschen an dem an, was die Mui angedeutet hat. Da ist ja zum einen gegangen um Viktor Frankl. Sie wissen, das Thema dieser Sendung, besser gesagt die Überschrift dieser Sendung, der existierende Mensch. Mir geht es da ganz stark um so die Sinndimension von unserem Dasein. Das Warum, das, ja, so das Aufgehen in einer Tätigkeit. Frankl hat davon gesprochen, von drei Prachtstraßen zum Sinn. Er hat da zum einen Erlebniswerte beschrieben, Erlebniswerte, wo wir mit dem Leben in Kontakt sind, was erleben, an dem Leben uns beteiligen. Es geht um schöpferische Werte, wo wir was Neues in das Leben hineinbringen. Und es geht um Einstellungswerte, um, er beschreibt so, wenn zum Beispiel aufgrund von Erkrankung oder aufgrund von anderen Umständen, in seinem Fall war es zum Beispiel das KZ,
schöpferisch und erlebnismäßig zurzeit nichts geht, sage ich einmal, dann geht es um unsere Einstellung zum Leben. Das hat so die Mui ein bisschen aufgegriffen, wie sie auf den Viktor Frankl zum Sprechen gekommen ist. Sie hat dann auch so das, ja, ich glaube, Thomas, was hat sie dann nochmal gesagt? Da war ja was drinnen, wo wir im Vorfeld besprochen haben, was eigentlich ganz eine starke Verbindung zu eurem Projekt auch hat, zu eurer Perspektive für Kinder. Ja, wo die Frau Mui da gesprochen hat, in dem Interview, jetzt hat sie das auch erkannt, dass to make a difference, mach eine Veränderung oder zeig Veränderungen auf. Und wie die ersten Begegnungen in Uganda erlebt habe, das ist im Jahr 2008 gewesen, ist das auch ganz viel über das Thema gegangen, make a difference. Ich habe das immer wieder gehört in der Yahweh Foundation, das ist unsere Partnerorganisation in Uganda. Yahweh heißt Youth and Women Empowerment Foundation. Und in der Yahweh Foundation ist immer gesprochen worden, to make a difference. Und für mich war das auch ganz spannend, das zu hören. Einfach mal hören und wirken lassen. Und über die Jahre bin ich einfach auch draufgekommen, so, was heißt denn das eigentlich, to make a difference? Was bedeutet denn das auch für die Menschen? Und was die Frau Mui auch gesagt hat, ist, living is like a gardener. Und das bestärkt mir eigentlich auch so in diesen positiven Begegnungen. Ohne die Beziehungen zu pflegen wie ein Garten, kann auch keine Veränderung stattfinden. Und das ist das, was mir eigentlich immer auch wieder bestärkt in dem, was wir tun. Mhm. Ja. Wir haben uns auch Teile von dem Interview schon ein bisschen vorangekocht. Sie werden dann noch weiteres über diesen angesprochenen Garten auch hören von der Mui. Also ganz, ganz interessante Aspekte kommen da herein. Gehen tut es ja auch um das Thema, wie gesagt, persönlicher, personeller Sinn im Leben. Jetzt würde mich natürlich ganz stark interessieren, wie kommt man denn überhaupt dazu, so ein Hilfsprojekt ins Leben zu rufen, beziehungsweise sich an so einem Hilfsprojekt zu beteiligen. Elisabeth, wie war denn das für dich? Also in mir drinnen ist schon lange Zeit der Wunsch, ja fast schon die Sehnsucht, möchte ich sagen, gewesen und auch gewachsen, ja irgendwo ins Ausland zu gehen und mich da ja zu beteiligen, eben meinen Beitrag dazu leisten, ja, dass ich da positive Veränderungen schaffen kann. Und ich habe da nicht wirklich eine Idee gehabt. Manches Mal habe ich mir Vorträge angehört, habe mich informiert. Immer wieder, ja, habe ich große Zweifel gehabt, habe mir gedacht, ach, aufgrund von meiner Ausbildung, aufgrund von der finanziellen Situation und so weiter, ach, das ist doch nicht möglich. Und dann muss ich sagen, habe ich das private Glück gehabt, dass ich ihn Thomas kennengelernt habe, der was zu dem Zeitpunkt schon Erfahrungen gehabt hat mit dem Ausland und auch eben schon in Uganda war. Und so hat er mir einfach von der Initiative erzählt, von den Personen, von den Menschen. Und da ist eigentlich gleich ein großes Interesse und eine Begeisterung gewachsen. Und dann eben durch die Jahre, auch durch die Beziehung mit dem Thomas, sind dann auch die Beziehungen entstanden zu unseren Freunden jetzt in Uganda, so kurz gesagt. Ja, okay. Thomas, wie ist es für dich oder wie war es für dich? So, die Elisabeth hat ja gesagt, sie ist ja ein bisschen danach dann eingestiegen, da war das ganze Projekt eigentlich schon und ich glaube, du warst ja einer der Begründer dieses Projektes. Wie kommt man da dazu, dass man sagt, okay, ich gründe so ein Projekt? Wie man dazu kommt? Es wollte man sicher nicht vom Himmel. Es ist so eine Mischung. Es ist so eine Mischung aus
Erleben, wie du eben auch schon angesprochen hast. Es ist so eine Mischung aus Erleben und dem Tun und das Wiedererleben. Also es ist so wirklich durch die Beziehung, durch diese Pflege, durch den Kontakt mit am Anfang waren es wenige Personen, am Anfang war es eine Person. Aber ich habe bei einem Krankenhaus da gearbeitet. Da sind ganz viele Eindrücke, ganz vieles Erlebnis hat da stattgefunden. Wo man sich dann, oder wo ich mich dann schon hingesetzt habe und so mal nachgedacht habe, so, was ist denn das, was mich da so anspricht oder wo stehe ich da in dem Ganzen drinnen? Und natürlich ist auch die Entfernung nach Uganda oder zwischen Tirol und Uganda, hat da sicher auch einen Einfluss, das Erleben außerhalb dem Gewohnten. Und natürlich auch so die Begegnung mit mir selber. Das fängt irgendwie ganz, ganz in. Deswegen finde ich den Steckbrief sehr interessant, weil da Aspekte aufkommen, die mit jedem Einzelnen zu tun hat oder auch was mit mir zu tun gehabt hat. Die Natur, die Tradition, das Miteinander, das in Uganda teilweise nicht mehr stattfinden kann, weil eben durch die Thematik, was wir aufgegriffen haben, ist HIV, weil da eben sehr viele Menschen oder Eltern schon einfach auch verstorben sind, leider Gottes. Und diese Kinder oder die Jugendlichen, diese Tradition oder das Miteinander nicht mehr so erleben können. Und das hat mich schon eigentlich sehr stark dazu bewegt, noch mehr in den Kontakt zu gehen und noch mehr drüber zu wissen und noch mehr mich zu erforschen, irgendwie auch, was kann mein Beitrag dazu sein, eine positive Veränderung zu bewirken. Das ist so ja, eine Mischung zwischen Erleben und dem Tun und das Wiedererleben. Also eine Mischung zwischen dem Erleben und dem Tun und das Wiedererleben. Okay, das klingt ja wirklich total interessant. Jetzt, vielleicht haben Sie es, liebe Hörer, Hörerinnen, schon ein bisschen erschlossen. Mir, also was ich noch nicht genau weiß, ist so, vielleicht fangen wir ganz vorne an. Wie kann ich mir denn das generell vorstellen? Warst du am Anfang auf Urlaub in Uganda, bist da dazu gekommen? Oder wie kommt man denn da? Wie kommt man da dazu? Das heißt, vielleicht habe ich da zu irgendwas nicht gehört, aber einfach, dass ich mir das ganz, ganz so von der Basis her vorstellen kann. Wie geht sowas? Wenn man so von der pragmatischen Seite oder so her sieht, dann war das ganz einfach. Also ich habe ja, wie ich schon erwähnt habe, in der Diplomausbildung, die ich in Hall auf der UMED gemacht habe, hat sich die Möglichkeit ergeben, ein Auslandspraktikum zu absolvieren. Und mein Wunsch war einfach das Transkulturelle. Die Begegnung, wiederum die Begegnung mit einer anderen Kultur, was uns in der Pflege, wenn ich jetzt auf uns da in Tirol beziehe, in der Pflege oder im Sozialbereich immer wieder begegnet. Wie oder noch mehr, in Zukunft wird es mehr werden. Wie gehe ich auf diese Menschen zu? Und das hat mir einfach, das war eigentlich ein Wunsch, dass ich da in Uganda speziell das Praktikum gemacht habe. Es war der Kontakt zu einem Priester, der zur Zeit in Innsbruck war. Und eine Mitstudentin hat diesen Priester gekannt. Und somit sind die Kontakte geknüpft worden. Und wir haben das lokale Krankenhaus in Fort Portal kontaktiert, ob das möglich ist. Und das hat halt einige bürokratischen Aufwand gebracht. Aber sonst war das ein ganz normales Praktikum. In einem Krankenhaus. Wow, danke. Ja, weil du am Anfang gesagt hast, ja, ganz pragmatisch ist das so. Ich denke mal, das könnte den einen oder den anderen einfach auch interessieren, weil es ja immer so die Frage ist, wow,
Aber wie komme ich denn dazu? So quasi, was für Schritte muss ich legen, dass ich da hinkomme? Es hat zwar so Frankl einmal gesagt, da, was ich ganz, ganz einen guten Ausspruch einfach auch finde, so, frage nicht, was du vom Leben haben willst, sondern frage genau umgekehrt, was will das Leben von dir haben? Das heißt, auf der anderen Seite brauchst du natürlich sowas wie eine Offenheit unsererseits, ja, Offenheit gegenüber Neues, Offenheit, dass das Leben auf uns heran, zu uns herantreten kann, und es braucht aber dann schon den Entschluss von uns, die Tatkraft, das auch, sage ich mal, über viele verschiedene innere Schweinehunde dann drüber wegzugehen, über Gewohnheiten drüber zu gehen, über Ängste drüber zu gehen und sagen, okay, jetzt treffe ich die und die und die Schritte. Weil ich kann mir vorstellen, sowas, ja, da ist ja auch Ungewissheit da. Da, ja, vielleicht vieles weiß man nicht. Was kommt da auf mich zu? Wie verhalte ich mich da dann dem gegenüber? Elisabeth, wie ist denn dir? Kennst du sowas? So Unsicherheiten, so vielleicht am Anfang so das, oder sind das so Sachen, wie ich jetzt gerade gesagt habe, sind die eher fremd? Also Unsicherheit, Ängste, Unbehagen, das kriegt mir alles total, ja, bekannt vor, und ich habe auch gleich Gefühle da dazu. Für mich war es eben im Jahr 2010, wo ich auch im Rahmen vom Auslandspraktikum für einen Monat in Uganda sein habe können, im gleichen Krankenhaus mit einem ähnlichen Prozedere, wie das der Thomas geschildert hat. Und ich habe ja große Zweifel gehabt. Die ersten Zweifel natürlich an mich selber gerichtet, ob ich das schaffe, wie ich mit dem umgehe. Aber es hat mir ganz viel Sicherheit da gegeben. Erstens durch die Kontaktaufnahme im Vorfeld, durch die E-Mails, durch die Regelmäßigkeiten, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich wäre gehört, wenn ich da eine E-Mail geschrieben habe, ich habe eine Antwort gekriegt. Und natürlich auch, es hat mir ganz viel geholfen, die Erfahrungen, was der Thomas einfach mit mir ausgetauscht hat. Ja. Okay, ja. Weil ich denke mir, das kennen wir alle. Das können, ja, das kennen Sie sicher auch, Hörer, Hörerinnen, so, dass man bei gewissen Sachen einfach auch mit Angst, mit Unsicherheiten reagieren. Und mir geht es einfach darum, Ihnen einfach zu sagen, sowas ist ja normal. Ja, das gehört zum Menschsein dazu. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon lang geredet. Ein bisschen zum Auflockern ist sicher gut, ein bisschen Musik einzuspielen. Ihr habt mir ja auch eine also sehr, sehr vielfältige Musikliste mitgenommen. Und ja, was soll ich einspielen, Thomas? Ja, erstens gibt es nochmal zum Sagen, dass die Musik ja jetzt nicht unmittelbar von uns beiden kommt. Also Musik ist ein großes Thema in unserer Organisation. Und weil über Musik einfach auch die Sprache gesprochen wird. Und ich würde sagen, what can we do? Okay, dann legen wir los. What can we do? Prince K, now it's your team. What can we do? What can we do? What can we do? Children.
about them. They have the food, they have the shelter, no medication, no education, but suffering. Coming home, running out of homes, turning to street kids. The more they suffer, the more they leave us in this world. What can we do? What can we do? What can we do? What can we do? Sag schon uns vielleicht ein bisschen was zu dem Lied, warum du dieses Lied ausgewählt hast. Ich habe das Lied ausgewählt, weil What Can We Do, das eigentlich immer so ein bisschen unsere Frage ist. Und der Prinz, ein Jugendlicher aus unserer Organisation, ist ein Musiker und hat diesbezüglich schon Texte geschrieben und mit mir dann abgesprochen. Und das Lied ist zustande gekommen, Oktober 2011, wo wir das aufgenommen haben. Und deswegen habe ich das auch an erster Stelle hingestellt, weil das ja immer unsere erste Frage ist, what can we do? Mhm. Ja, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich vielleicht gefragt haben, wie bin ich dann da drauf gekommen, Kambodscha, Uganda, Österreich, das alles ein bisschen so in einer Sendung mit hereinzunehmen, beziehungsweise ganz speziell Uganda und Kambodscha. Ich würde mal sagen, diese zwei Länder vereint leider beide total ein tragisches Schicksal. Wenn Sie sich ein bisschen mit dem auseinandersetzen, machen Sie das, geben Sie es ein im Internet, gibt ja sowas wie Wikipedia oder andere Lexikas zur freien Verfügung und schauen Sie einfach einmal, was kommt denn da für Informationen über die Welt, über das Weltgeschehen oder auch über die zwei Länder jetzt in dem Fall. Was Sie finden werden, ist, dass Uganda, da kommt eine Persönlichkeit daher mit dem Namen Idi Amin, da kommt ein Genozid daher, da kommt ein angeordneter Tod von sehr vielen Personen daher. Wenn Sie Kambodscha eingeben, werden Sie lesen Rote Khmer, Sie werden lesen Pol Pot. Sie werden auch da einen sehr, sehr großen Genozid lesen. Sie werden auch lesen, dass bestimmte Bevölkerungsschichten ausgerottet worden sind. Also ganz, ganz eine tragische Geschichte, würde ich mal sagen, verbindet diese zwei Länder.
Was wir auch noch finden können, was ich ganz interessant gefunden habe, Uganda hat eine Fläche circa von 230.000 Quadratkilometer, Kambodscha hat 180.000, also Uganda ein bisschen größer, aber ungefähr die Größenordnung. Wenn Sie im Vergleich Österreich hernehmen, wir haben circa 83.000. Das heißt, wir gehen so zweimal in Kambodscha hinein und dreimal in Uganda. Wenn wir die Bevölkerung anschauen, sehen wir Uganda 28 Millionen, gell? Kambodscha haben wir 13 Millionen, wir haben 8 Millionen. Wenn wir das Durchschnittsalter hernehmen, in Uganda sind es 15 Jahre, Kambodscha sind es 21 Jahre, hier in Österreich haben wir 41 Jahre. Wenn wir uns anschauen, so die Verteilung der Bevölkerung, 0 bis 14-Jährige, in Uganda 50% der Bevölkerung, in Kambodscha sind es 36% der Bevölkerung, hier in Österreich sind es 15% der Bevölkerung. Also auch da sehen wir teilweise so diese geringe Lebenserwartung, sage ich mal, was vielleicht nachher daherkommt, weil wenn wir uns dann zum Beispiel anschauen, über 65-Jährige, Uganda 2%, Kambodscha 3% und wir haben 17%. Also da haben wir schon so eine Lebenserwartung und auch ältere Bewohner bei uns natürlich viel, viel mehr da sein. Ja, wenn wir uns zum anderen noch ganz kurz, ich will sie nicht langweilen, aber ich glaube, das ist schon auch wichtig, das ein bisschen herzuholen. Wenn wir uns die Geburten hernehmen pro 1000 Einwohner, haben wir in Uganda 47, Kambodscha 27 und wir haben bei uns ganz einen starken Rückgang, haben wir 9 Geburten. Wenn wir uns dann die HIV-Infizierten anschauen, haben wir Uganda 22 pro 1000 Einwohner, Kambodscha 13 und bei uns in Österreich ist einer pro 1000 Einwohner. Wenn wir uns da dann noch ganz kurz anschauen, wie viele Ärzte gibt es denn pro 1000 Einwohner, dann haben wir in Uganda 0,05, in Kambodscha haben wir 0,2 und bei uns haben wir 2,3 pro 1000 Einwohner. Ich hätte zwar gedacht, dass bei uns mehr noch sein, aber trotzdem sehen wir, gell? Kambodscha haben wir das Zehnfache und Uganda sind wir, wo sind wir denn da, das Hundertfache ungefähr von Uganda. Okay, vielleicht, und das glaube ich ist auch noch ganz, ganz wichtig, holen wir uns noch ein bisschen so nähere Erfahrungen rein von euch. Ihr seid ja immer wieder vor Ort. Wie ist denn da das Leben? Wie kann ich mir denn das vorstellen? Wie leben die Leute in Uganda, Thomas? Wo die ugandische Bevölkerung, wenn man sich das so anschaut, in der Abbildung, dann ist die ugandische Bevölkerung eine der jüngsten weltweit. Also 50% der ugandischen Bevölkerung lebt unter 15 Jahre. Also es sind sehr, sehr viele junge Menschen. Und dadurch ist es auch ein Land, das, ich sage immer so, es sprudelt. Das Leben sprudelt. Und diese Jugendlichen, da gilt es eben anzuknüpfen und ihnen auch was mitzugeben auf dem Weg. Ja? Für uns ist der Weg ist einfach über die Bildung. Den Menschen Bildung geben, den Jugendlichen Bildung geben, weil dann kann Hilfe zur Selbsthilfe stattfinden. Und wenn man das so anschaut in der Vergangenheit, die Menschen in Uganda haben sicher eine sehr, sehr tragische Vergangenheit mit ganzen Bürgerkriegen und Genozid. Aber das kann es nicht gewesen sein. Und die Menschen sind für uns immer in der Hoffnung drinnen. Diese Begegnungen sind sehr innig. Und es ist erstaunlich, wie hoffnungsvoll uns die Menschen da begegnen. Und selten in einer destruktiven Haltung uns gegenüberstehen. Thomas, wenn du sagst, so dieses Hoffnungsvolle, dieses Erwartende, dieses aber auch ganz offen sein, würde ich da sagen, kommt da vielleicht auch das herein, was Frankl von Nietzsche übernommen hat. Er hat so den Satz auch nochmal geprägt, so, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie.
Schwingt es ein bisschen mit bei der Bevölkerung? Ein Warum? Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass ihr einfach als NGOs, als Non-Governmental Hilfsorganisation, als Verein, würde man hier sagen, einfach den Menschen Hoffnung gibt. Den Menschen einfach auf der anderen Seite so Grundbedingungen wie einen Halt, einen Schutz, einen Raum gibt, aber auch dadurch einen Wirkungsspielraum eröffnen, dass die Leute vielleicht dann auch an was Höheres denken können, dass sie sich öffnen können, dass vielleicht das, was da auch Frankl gemeint hat, so mit dem ein Warum zum Leben dann zu finden wieder für sich selber, individuell. Ich darf nochmal auf die Vergangenheit zu sprechen kommen, so dass wenn man sowas erlebt hat, dann ist schwierig, denke ich mir mal, auch einmal überhaupt zu dieser Frage hinzukommen, weil man einfach in diesem Trauma teilweise drinnen steckt. Und da holen wir unsere Jugendlichen, auch mit dieser Diagnose HIV, holen wir unsere Jugendlichen dort ab, wo sie gerade sind, wo sie im Hier und Jetzt sind und was kann man ihnen anbieten. Und natürlich stellt sich dann die Frage, wie setzt man das dann um? Und wie ich schon gesagt habe, über die Bildung, wenn ich weiß, wie es mir geht und wenn ich dann die Möglichkeit habe, was dazuzulernen, um ein besseres Leben zu führen, dann ist ein Stück weit dieser Frage, denke ich, auch beantwortet. Mhm. Da würde ich gerne ganz spontan noch die Mui aus Kambodscha zu Wort kommen lassen, weil auch bei ihrem Projekt geht es ja um Schule, es geht um Bildung, es geht um ihre Schüler und ich glaube, da passt das ganz gut rein, bevor man dann, und das ist ja auch ganz spannend, ich habe verschiedene Interviews gemacht, ich habe es auch mitgenommen, wo es auch, sagen wir mal, Leute vor Ort in Uganda, wo man sowas machen können, als wie die hier einfach zum Wort kommen lassen, gell? Und die auch in einer uns verständlichen Sprache zu Wort kommen lassen. Aber dass wir auf die Mui nicht vergessen, möchte ich ganz gern da noch ganz kurz was einspielen. Is a school where children rich and poor come together. You know, in Cambodia you have two types of school. You have schools for the rich and you have schools for the poor. The schools for the poor are, for example, from NGOs and so on. So they can be good, but then you have a stigma because when children come out from that school, they know, people know, oh, they are poor. I don't want that. I want our children, you know, rich and poor, to work together and to learn to know each other. That's how you fight discrimination. Otherwise, you know, it will remain empty words. So when children young, they don't know, you know, discrimination. What they want is just to play together. And you will create a more harmonious society later on. If children know each other and they understand each other and they are not intimidated by each other. So we have three kinds of children in our school. We have a few expat children who pay high fees. We have my children who are of middle class, and then parents pay half the fee. And then we have poor children who some don't pay, some pay well according to their income. This means that we don't have enough. We cannot entirely sustain the school from the fees. So I have to open a guest house to help the school sustain itself. But then in 2015, well, the lease of the school will expire, so we have to relocate. And now we try to raise funds to build a new school. So to raise funds to build a new school, I have launched a project. You know, we want to sell exclusive jam to goodwill people, those who want to make a difference, as I say, you know. So we want to sell this jam to raise money to build a school. And if we can, then the school will survive. If we cannot, well, too bad. We will have to close because in Phnom Penh, it's so expensive that we cannot afford to find another place and expand the school. And that is the point. I want my garden to
really become bigger, larger, so that we can groom the future generation of the Khmer leaders. You can just go to the website and order it, and then I can just deliver by courier, you know, and the jam will be homemade, and entirely the entire profit will go to this building of the school. And I hope that it will make a brilliant gift, you know, a gift exactly when I say that everybody can do something. Well, just with $100, you know, they can help save a country, because that it is what it is about, is to save Cambodia from this state of, you know, corruption. That's there is no other way but to groom this future generation. So it's www.kanikajam in one word .com. Kanika is the name of my daughter and is the name of a flower, so it's all connected to this garden. Kanika Jam. And our slogan is Kanika Jam powers education. You know, it will be a school made from jam. Der existierende Mensch. Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, Freies Radio Innsbruck auf 105,9. Jeden ersten Donnerstag im Monat um 20 Uhr. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at. Ja, ganz ein interessantes Interview von der Moi, muss ich schon sagen. Ich komme leider immer mehr drauf, gell? Wir haben total viel Inhalt da. Wow. Ich glaube, wir können so viele Sendungen füllen. Ich glaube, wir müssen fast dann irgendwann einmal noch einmal dranhängen und jetzt müsst ihr noch einmal kommen, bitte, weil wir können gar nicht einmal über alles da reden. Ganz kurz noch zu dem, was die Moi gesagt hat. Sie haben gehört, Jam, sie haben sich nicht verhört. Ja. Es geht darum, dass dieses Projekt sich jetzt erhalten will durch Verkauf von Marmeladen. Ganz, ganz interessant. Gehen Sie auf die Internetseite, schauen Sie sich an. Es seien wirklich lokal produzierte Marmeladen. Es ist ganz in der schönen Verpackung drinnen. Sie kriegen einen Schal dazu und alles. Wobei das Ganze, was dann daran verdient wird, rein in den Erhalt der Schule, in den Aufbau der Schule geht. Ich finde es total ein nettes Projekt, sowas zu machen. Da möchte ich jetzt eher gleich wieder übergeben an den Thomas, ja, weil auch ihr habt ja, denke ich mal, verschiedene Projekte, dass ihr ja, eure Initiative einfach am Leben erhaltet. Ihr habt einiges, was ich im Internet gesehen habe. Ja, vielleicht sagst du auch kurz eure Webseite, wie kommt man denn da drauf und wo könnt ihr denn Unterstützung brauchen? Wie können die Leute, die Zuhörer, Zuhörerinnen euch unterstützen? Ja, zu finden ist das Ganze im Internet, perspektivefuerkinder.at. Wir freuen uns auch über E-Mails, über den Kontakt. Was du angesprochen hast, ist so die, oder was ich auch gesagt habe, die Hilfe zur Selbsthilfe und die Bildung. Wir haben auch Handwerk vor Ort, was in Uganda produziert wird, und wir haben dieses Jahr im Mai eine Nähwerkstatt eröffnet, wo wir Nähmaschinen eingekauft haben, wo die Frauen vor allem, aber auch Jugendliche, also Burm, die da nähen, und das mit einer Freude. Und momentan sind sie dran, mit einer Lehrerin, die wir angestellt haben, Taschen zu nähen, weil durch diesen Verkauf von diesen Taschen, wie die Frau Mui auch schon geschildert hat, wieder ein Einkommen stattfinden kann. Natürlich sind wir immer auf der Suche nach Menschen, die uns unterstützen finanziell. Das ist sicher der Großteil. Aber wir wollen wirklich Hilfe zur Selbsthilfe leisten und das nicht mit einer Hand aufgehalten betteln gehen.
Hilfe zur Selbsthilfe. Da passt, glaube ich, einmal ein Ausspruch von der Mui ganz gut rein, wenn wir da einspielen. Ja, probieren wir es nochmal. Da war auch gerade ein Fehler. Das ist so bei Live-Radio. No matter how poor or how. Everybody can do something. No matter how poor or how rich or how they are. Everybody can do something. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Gell? So wirklich jeder kann was machen. Das heißt jetzt nicht, dass jeder gleich Hilfsprojekte initiiert, dass jeder gleich Millionen spendet. Nein, nicht. Hat nicht jeder das Geld dafür. Aber in seinen Wirkungsspielraum, in dem, was für ihn, was für sie möglich ist. Ja? Genau, und da möchte ich jetzt an die Elisabeth übergeben, wie wir zuerst schon gesagt haben, dass einfach die, dass in dem Fall eine Dame zu Wort kommt, wo du, Elisabeth, ein Interview mit ihr geführt hast, dass wir einfach ein bisschen so den Worten lauschen können von in Uganda, einer in Uganda lebenden Dame. Da möchte ich einleitend was sagen. Es ist jetzt nicht so ein Interview im klassischen Sinne. Wir haben immer am Anfang von unserem Aufenthalt ein Meeting, da wo ja die JAWE-Member, also die Mitglieder, wir treffen uns zusammen. Letztes Mal im Oktober war es noch so, dass wir in einem Büro, das was ja kleiner war als wie dieses Studio da, da sind wir ungefähr mit 15 Menschen gehockt und haben uns da einfach ausgetauscht. Und wie arbeiten die Menschen vor Ort? Was ist unser Beitrag? Was können wir in Tirol da in Österreich verbessern? Und welche Möglichkeiten haben die Menschen vor Ort? Und da möchte ich jetzt eben den Beitrag von der Ascha so versuchen wiederzugeben. Die Ascha ist in der Handwerksgruppe, ist eine circa 40-jährige Frau, ist selbst von HIV betroffen, verwitwet und hat zwei Kinder. Sie engagiert sich sehr stark für die Aufklärung, also arbeitet präventiv durch die Dramagruppen, durch Gesang und Tanz und ist eine ganz tolle Künstlerin, indem sie Schmuck herstellt. Und wir können diesen Schmuck der Ascha abkaufen, sie bestimmt den Preis und der Erlös, der kommt dann wieder der Gemeinschaft zugute. Wir bieten den Schmuck dann bei diversen Ständen, zum Beispiel beim Christkindlmarkt an oder auch bei Vorträgen. Und jetzt möchte ich so kurz beschreiben, wie sie das wahrgenommen hat und auf der anderen Seite auch, wie wir sie erlebt haben. Die Ascha. Sie wirkt sehr offen, fast fröhlich und doch sehr bedacht in ihrem Beitrag. Sie steht auf, als sie beim Wort ist, glaubt ein wenig verlegen mit ihren Händen herum, der Blick anfangs in den Boden hängend, dann langsam hochblickend. Sie scheint ein bisschen schüchtern zu sein. Sie bedankt sich bei Thomas und bei mir. Sie nennt uns sogar einzeln beim Namen und hält Blickkontakt. Und sie erklärt uns ein wenig, was sich für sie persönlich durch den Schmuckverkauf in ihrem Leben geändert und verändert hat. Jetzt spricht sie wieder leise. Nicht alles kann ich aufnehmen. Doch die Hauptbotschaft kann ich vernehmen. Sie haben ein neues Dach in ihrem Zuhause gemacht. Ein richtiges Blechdach. Wir sind beeindruckt. Ich muss gerade umblättern, jetzt wird es rascheln. Ein neues bzw. ein renoviertes Dach durch den Verkauf von Kunsthandwerk. Toll, diese Frau Ascha hat sie trotz ihres positiven HIV-Status, sie hat sich stark gemacht. Sie erkennt ihre eigenen Fähigkeiten und ihre Talente, stellt wunderschönen Schmuck her und trägt dadurch, das möchte ich jetzt betonen, selbstbestimmt für ein besseres Leben bei, für sie und für ihre Kinder. Die Kinder können zur Schule gehen, die Gebühren sind bezahlt. Dann wird mir kurz klar, wie wichtig jede einzelne verkaufte Kette ist. Scheint es doch dann bei uns zu Hause in all dem Trubel mal wieder unterzugehen. Und denken wir manchmal, ach, das ist ein Fass ohne Boden. Nein, es ist kein Fass ohne Boden, es ist ein renoviertes Dach. Und diesem
symbolisch renovierten Dach sind einige Dächer, Fenster und ja, andere Bauarbeiten gefolgt. Und so ist das immer wieder unser Motto. Ja, es ist ein gedecktes Dach und nie dürfen wir denken, dass es irgendwie ein Fass ohne Boden ist. So. Wow, Asha, vielen, vielen Dank, dass du uns daran teilhaben lassen hast können, dass du, ich sage mal so, die Begegnung möglich gemacht hast. Ja, also bitte, das nächste Mal, wenn ihr unten seid, richtet ihr unseren Dank aus, gell? Dank der Hörer, Hörerinnen, ja, und auch meinen Dank an ihr. Wir haben nicht mehr lang und extrem viel, was wir eigentlich machen wollen. Eigentlich wollten wir sehr viel Musik einspielen, die zum Schluss wird noch Musik kommen. Jetzt möchte ich aber trotzdem auch noch einmal Mui einfach auch zu Wort kommen lassen mit ihren individuellen, mit dem Beitrag zum Thema The Meaning of Life. Everybody strives to leave a trace in this world. And that's why, you know, some people want to be famous. You have artists, you have sportsmen, you have, you know, politicians, you have authors, writers. Everybody strives to leave something, you know, behind. And for some people, it's material things. They want to be the best in their field, they want to be the richest, they want, and so on. But other people, there are other values, you know, and making a difference is one of the things that is affordable to everyone. You don't have to have talent, you don't have to have a lot of money, you don't have to be, you know, the most beautiful or anything. Anyone can make a difference to some extent, and that gives a meaning to life. Mui, glaube ich, fasst das ganz gut zusammen. Jeder hat die Möglichkeit, jeder kann einen Unterschied machen. So wie ich es auch gesagt habe, es ist ein Make a Difference, wo es darum geht, Unterschiede ins Leben, Unterschiede in die Welt zu bringen, wo es um Sinn des Lebens geht. Vielleicht passt da ein ganz guter Ausspruch von Viktor Frankl dazu, der gerade unsere Wohlstandsgesellschaft da ein bisschen so im Auge gehabt hat, indem er gesagt hat, da immer mehr zu haben, wovon wir leben. Also wovon wir leben, birgt die Gefahr, immer weniger zu haben, wofür wir leben. Und ich glaube, das ist bei uns schon so. Wir haben ganz, ganz viel, wovon wir leben. Wir haben ganz gute Systeme. Wir haben, auch wenn es Inflationen gibt, trotzdem auch viel Geld, gute Backup-Systeme. Aber oft fehlt das, wofür, der Grund dahinter. Da geht es um Meaning, da geht es um Sinn. Ja, was fällt denn euch dazu ein? Du hast ja zuerst mir ein bisschen angestupst, Thomas, und ich sage, halt, da möchte ich gerne auch noch was dazu sagen. Ja. Mir ist da noch so eine Situation eingefallen zu dem Sinn des Lebens oder zu dem Sinn. Die Elisabeth hat davor eben geredet, Bauarbeiten. Natürlich haben wir diesen Mai auch wieder einige Bauarbeiten gehabt und mir ist da irgendwie was überflogen oder überkommen oder wie ich das bezeichnen kann. Ich war gerade so beim Mörtel auftragen auf die Wand und irgendwie war das so eine ganz feine Atmosphäre, jeder war beim Arbeiten und dann ist mir der Gedanke gekommen, so richtig bewusst, ich brauche mir keinen Gedanken machen, warum ich das jetzt mache und wieso, dass ich das mache. Also irgendwie so, da habe ich so einen Punkt gehabt, wo ich das Vertrauen irgendwie gespürt habe, so, ja, das ist der Sinn an so simpler Arbeit. Mörtel auftragen. Ich habe mir keinen Gedanken gemacht, warum, wieso. Ich habe es einfach gemacht. Wow. Elisabeth. Ich glaube, ich muss das nächste Mal auch ein bisschen mehr im Mörtel mischen. Vielleicht überkommt es mir dann auch, so das so zu spüren und zu fühlen, wie das der Thomas geschildert hat. Der Sinn des Lebens. Ja, ganz eine schwierige Frage jetzt für mich. Ja, ich würde einfach sagen, in den Begegnungen Spuren zu hinterlassen und Menschen, die was an lieben, so wie man ist. Ganz ein schöner Abschlusssatz.
Begegnungen Spuren hinterlassen. Ich glaube, da schließen wir damit. Tut mir leid, meine Damen und Herren, heute streichen wir die Sinngedanken, die haben heute nicht Platz. Wir sind beim Ende der heutigen Sendung. Im August, erster Donnerstag im August, 20 Uhr, können Sie wieder reinhören. Dann das Thema intuitives Bogenschießen und Sinn, ganz interessant. Vielleicht bringen wir ja noch die Elisabeth und den Thomas dazu, dass sie noch ein zweites Mal kommen. Würde uns okay? freuen. Dankeschön. Gut. Und ich habe dann noch ein Bircherle, wo einfach es noch kurz unterschreiben können, bitte. Ja, danke schön.